Ja, hallo, hier ist Ralf Suhr aus der Natur und heute befinde ich mich auf dem Grundstück des Abfallservice Osterholz in Osterholz-Scharmbeck, der OECO. Und wir haben uns hier mit einer Schulklasse zusammengetan, um hier einen Biomeiler zu errichten, ja, im Zuge eines Unterrichtsprojekts. Und ja, hier geht's los. Also, wir haben dieses Mal eine Plattform erstellt, und zwar aus Paletten, und darauf dann die Kunststofffolie gelegt mit einer Wulst. Und zwar die Wulst, die besteht aus einem Drainagerohr, wie man sieht, das wird jetzt hier gerade verbunden. Und die Doppelstegmatten sind auch schon installiert. Hier sieht man mal die Form, die jetzt gemacht worden ist. Ganz klasse, mit Leisten, damit auch alles hält und nichts durchsickern kann. Serviceleistung und die Mechanik, die zu pflegen ist, nicht so riesig groß ist. Wenn man jetzt Schneidtrommeln hat, wo auf einer riesen Trommel, die ein hohes Gewicht hat, eine Rotation entsteht, und darauf liegen Messer, die das Material zerschneiden, kann zum Beispiel das Material nur gesichtet da reingeschliffen werden. Also es darf da drin keine Steine sein, es dürfen keine Metallabfälle da drin sein. Und wenn man hier sowas angeliefert bekommt, von irgendwelchen Privatleuten, die haben dann noch ein Stück Zaun da mit drin und dann haben die noch ein Stück Zement da noch mit drin und irgendwelchen Scheiß, und da kann man dann praktisch alle 2 Stunden so ein Messerschneidgerät auseinanderbauen, und das ist natürlich überhaupt nicht gewollt und kann auch so ein Wirtschaft- und Abfallbetrieb gar nicht leisten. Also insofern gibt es meistens bei den größeren Abfallbetrieben die sogenannten Hammerschläge, die sind ziemlich robust, die knallen das Zeug so durch. Aber da haben wir dann eben den Effekt, dass wir auch so ein Material dabei haben. Und das verliert natürlich nicht an Struktur. So, jetzt gibt es nochmal grundsätzlich 2 Sachen, wenn ihr euch das hier anguckt, was ist damit passiert. Das ist gebrochen und gefasert. Ne? Kann man ja erkennen. Ne? Das sind also die ganzen Fasern, die zu erkennen sind. Und das Material ist auch gebrochen. Das, was dabei rauskommt, ist, dass die Zellen als solche noch ganz sind, während ein Messerwerk ein Material zerschneidet und die Strukturen, die daher übrig sind, also die kleinen Holzhackschnitzel, immer 2 Schnittflächen haben, Anschnitt und Abschnitt sozusagen. Und überall da, wo eine Zelle zerschnitten ist, haben die Bakterien eine schnellere und höhere Angriffsfläche. Ja? Also die Bakterien arbeiten zerschnittenes Material ganz anders ab als gefasertes Material. Nur, man kann sich das nicht immer aussuchen. Also wir haben das jetzt nehmen wir das auch, und das wird auch wunderbar funktionieren. Es ist nur nachher so, und das habt ihr ja auch wahrscheinlich schon mitgekriegt, als ihr den anderen auseinandergebaut habt, da hattet ihr auch die Strukturen, die in dem Material gewesen sind, immer noch erhalten gehabt. Ne? Es ist nur so, dass diese Struktur ja relativ flexibel ist, auch wenn das jetzt einigermaßen mal dreht, ist es aber doch immer noch ziemlich elastisch. Was passiert ist, wenn die Bakterien damit durch ist, dass die Struktur immer noch da ist, das ist zerbröselt dann in der Hand. Also der gesamte Ligninanteil ist von den Bakterien herausgenommen worden. Und Lignin ist das, was die Bakterien brauchen, um praktisch arbeiten zu können. Das, was wir auch wollen, ist, dass das Material, was eingesetzt wird, möglichst einen Holz- und einen Rindenanteil hat. Der Holz- und Rindenanteil bei diesem Material ist optimal. Und wir wollen auch nur Material verwenden, was bis zu einer Stärke von 10 cm im Durchmesser geht. Alles, was über 10 cm geht, kann auch in den Ofen wandern zum Verbrennen und wird als Feuerholz genommen und hat dadurch einen ganz anderen Wert. Also wenn man zu einem Bauhof geht und sagt, ich möchte gerne für zu Hause, für meinen landwirtschaftlichen Betrieb oder für irgendeine Gastronomie einen Biomeiler aufbauen, dann sollte man immer nach diesem Material fragen, weil dieses Material grundsätzlich um 30-50% preiswerter ist, wenn man es vom Bauhof kauft. Wenn man natürlich in irgendeiner Form gute Zugänge hat und sagt, der ganze Bauhof kann hier seine Weihnachtsfeier bei uns machen, dann kann man das vielleicht auch mal so kriegen, aber das ist ja nicht überall gegeben, nicht jeder hat so eine große Küche. Und dadurch, dass diese Materialien auch mittlerweile in die Biogasanlagen wandern,
ist es auch eine Wertschöpfung vom Bauhof. Nicht? Also die machen hier für eine Tonne von diesem Material ungefähr 12 Euro, wenn das in die Biogasanlage hineingeht. Und dieses Material hat ungefähr 350 bis 400 Kilo auf den Kubikmeter, weil es relativ eng liegt und auch noch ziemlich viel Feuchtigkeit hat. Und das sind einfach so ein paar Merkmale. Was natürlich auch möglichst verhindert sein sollte, ist alles das, was mit Nadeln zu tun hat. 30%, lieber 20 oder 15% Nadelholz geht auch. Aber warum geht Nadelholz nicht so gut? Weil es sauer. Versauert. Sehr, sehr sauer. Und die Bakterien mögen es gerne süß. Und insofern arbeiten die Bakterien bei Nadelhölzern nicht ganz so effektiv. Und es ist auch sehr viel Harz. Ne? Ja, dann mit Klee mischen, ja, genau. So, das ist im Prinzip erstmal das zum Material. Und das, was in dem Biomaler sich abspielt, das ist ein biochemischer Prozess, der im aeroben Bereich ist. Also auch wenn man denkt, da kommt ja gar keine Luft dran, so hat dieses Material, wenn man das eben auch da reinschmeißt, untereinander immer noch ziemlich viel Sauerstoff. Und wir bringen ja von vornherein auch viel Wasser mit hinein. Und Wasser ist H2O, also machen die Bakterien aus Wasser auch den Sauerstoff, den sie brauchen, um arbeiten zu können. Und ganz, ganz zum Schluss oder an verschiedenen Stellen im Biomaler kann es auch zu einem Umkippen kommen, zu einem Fäulnisprozess und dann sind die Bakterien anaerob. Aber grundsätzlich wollen wir das eigentlich gar nicht haben. Genauso wollen wir keine Versporung von Pilzen haben. Die Pilze sind eigentlich nur außenrum und Pilze sind grundsätzlich immer Kompostierungshelfer, genauso wie Weinbergschnecken und alles, was so mit Pilzen im Wald umgeht. Also dieser Schleim von den Schnecken und auch die Pilze sind im Wald Kompostierungshelfer. Aber Pilze und Bakterien sind wie Karl-Heinz und Otto, die prügeln sich dauernd. Also beide können miteinander nicht sein. Sie sind auch in keiner Symbiose, sondern es gibt entweder Pilze, die ums Überleben kämpfen und sich so ausbreiten und alle Bakterien sozusagen verdrängen, oder es gibt Bakterien und dann gibt es keine Pilze. Wir müssen ganz kurz unterbrechen, weil der Bagger gleich noch gebraucht wird. Wir machen erstmal die erste Fuhre rein. Jo. Und dann können wir gleich noch am nächsten Hause weiter. Wie wollen wir es jetzt machen? Soll jetzt nur dieses Material rein oder wollt ihr das gemischt haben? Nee, dann nur dieses. Henning, packst du von dem Material was rein? Die zeigen dir ungefähr an, welche Höhe. 70 cm hoch, so viel hoch. Ich stehe zusammen mit Paul Kossmann. Paul, was macht eure Gesellschaft ganz genau? Das Europäische Institut für Innovation ist ein angemeldeter Verein in Ostholz-Scharmbeck. Und wir kümmern uns hier in dieser Region zum einen, ein großes Projekt ist die Energiewende Ostholz 2030, in der wir versuchen, bis zum Jahre 2030 den Landkreis Ostholz energieautark zu bekommen, bilanziell, also plus minus dasselbe herzustellen, wie wir auch verbrauchen. Zum einen also den Verbrauch zu senken, durch Alternativkonzepte wie jetzt zum Beispiel Biomeiler, zum anderen auch durch eigenes Herstellen von Strom durch erneuerbare Energien. Photovoltaik größtenteils ist das große Steckenpferd momentan in dieser Periode. Das hängt immer ab, von welchem Förderprojekt wir gerade getragen sind. Andere Aspekte in dem Verein, also in dem Institut, sind dann zum Beispiel neue Formen des Lernens, also Lerncampus etc. Installieren wir hier in Ostholz-Scharmbeck und unterstützen wir. Das sind also die zwei innovativen Aspekte, die wir momentan als Steckenpferd haben. Gut, wenn ihr jetzt davon sprecht, dass eure Vereinigung das macht, ist dann jetzt Wirtschaft, Politik und Handwerk mit eingebunden oder wer sind die Träger von dieser Initiative? Die Förderpartner jetzt genau in dem Projekt Energiewende 2030 sind zum einen Wirtschaftspartner, das heißt ausgewählte Betriebe aus der Region, die uns durch ihren finanziellen Beistand, aber auch einfach durch Beratung in vielerlei Hinsicht unterstützen, in wessen Gegenzug wir natürlich dann auch sie unterstützen durch Medienpräsenz und einfach durch Inkorporation in unserem Projekt. Zusätzlich ist es ein gesamter Prozess, der auch von der gesamten Politik im Landkreis getragen wird, das heißt von den gesamten Gemeinden und auch vom Landrat mitgetragen wird. Das heißt, da haben wir auch engen Kontakt zu allen Gremien und halten den Kontakt, pflegen den Kontakt, und Ausstellungen wandern durch die Rathäuser zum Beispiel und werden dort ausgestellt. Wir haben aber auch einen besonderen Augenmerk natürlich auf die Wirtschaft, und das ist auch eins der
der Hauptaspekt des Projektes, nämlich Unternehmensnetzwerke aufzubauen und zu etablieren, die dann in sich selber die Energiewende tragen können und nach vorne tragen können. Das klingt ja sehr umfangreich und auch sehr gut. Also ich denke, dass so ein Projekt getragen von so vielen wichtigen Faktoren in der Region auch erfolgsversprechend sind. Wenn wir jetzt von diesem großen Ansinnen einmal auf den Bereich zurückgehen, der uns jetzt miteinander verbindet, nämlich den Biomaler, dann können wir eigentlich nur heute feststellen, dass wir in einer sehr rekordverdächtigen Zeit einen 90 Kubikmeter Biomaler aufgebaut haben. Wir haben heute Morgen ja um 9 mit der ganzen Thematik begonnen und können uns dankbar schätzen, dass wir hier bei dem Abfallversorgungsverband in Osterholz-Scharmbeck einen Standort gefunden haben und auch die ganzen Hilfsmittel, die hier zur Verfügung stehen, mit einsetzen konnten. Denn der uns zur Verfügung gestellte Bagger hat ja sehr viele Grane Arbeit geleistet und obwohl die Schaufel groß aussieht, die Ecken von den Biomaler sehr sauber befüllt. Aus deiner Sicht oder auch nochmal für dieses Projekt zusammengefasst, wer hat sich an dem Aufbau des Biomalers beteiligt und welche Personen haben mitgewirkt? Also es ist ein Projekt, was in unserem Förderprojekt natürlich verortet ist. Allerdings sind wir als Institut natürlich nur Koordinator, deswegen ist die gesamte Umsetzung, wie Sie jetzt schon sagten, in einem großen Partnernetzwerk entstanden. Das ist zum einen der Abfallservice Osterholz, auf dessen Grundstück wir gerade stehen, vor dem Biomaler, der da mitgewirkt hat durch Maschinerie, aber auch einfach durch Bereitstellen von logistischen Sachen im Vorhinein. Die ganzen Materialien des ehemaligen Biomalers mussten hin und her transportiert werden. Da hat uns einmal der Bauhof in Osterholz-Scharmbeck geholfen. Letztlich ist es dann aber der Standort des Abfallservice Osterholz geworden. Das heißt, das ist eigentlich so der größte Partner. Der Biomaler wird im Nachhinein noch ausgestattet werden mit einer umfassenden Regeltechnik. Da ist dann wohl Lars Kollasch von Solide zu nennen, der das gesamte Konzept mit uns aufstellt und durch dessen Kontakte wir auch sehr günstig an geliehene Materialien und geliehene Geräte kommen. Oder andere Partner in dem Bereich, wie zum Beispiel Herr Kammerer, der uns den Wärmetauscher zur Verfügung stellt, sodass wir einfach dadurch ein großes Partnernetzwerk haben und dann, weil es eben ein Forschungsmeiler sozusagen ist, wo wir jetzt gerade nicht drauf gucken, dass wir damit Geld sparen wollen, sondern wir wollen gewisse Szenarien testen. Dementsprechend hatten wir auch kein großes Budget, was wir ausgeben konnten. Und da hilft natürlich dieses Fördernetzwerk, was wir mittlerweile haben, enorm in den Landkreis. Umgesetzt wurde das Projekt dann letztlich natürlich unter großer Unterstützung von der Theoprax-Gruppe, also einem Konzept des Fraunhofer-Institutes, bei dem Schüler beauftragt werden und mit einem realen Auftrag dann selbstständig arbeiten. Und die Schülergruppe, die wir beauftragt haben, vom Gymnasium Osterholz-Scharmbeck, hat eben den Abbau des Biomeilers betreut, des ehemaligen, und den Aufbau hier mit dokumentiert und umgesetzt und wird jetzt letztlich auch die entstehenden Messdaten stellenweise auswerten und dann zu gewissen Schlüssen kommen, die einfach Teil des Theoprax-Vertrages sind. Ja, ohne diese Schülergruppe wäre das Ganze deutlich schwieriger vonstatten gegangen, auf jeden Fall. Ja, dann kann man nur noch einmal kurz für die Leute, die den gesamten Zusammenhang nicht so kennen, noch einmal sagen, wir hatten vor anderthalb Jahren im Zuge einer Baumesse hier in Osterholz-Scharmbeck einen Biomaler aufgebaut. Das war also mit ein Bestandteil der Messeveranstaltung. Und dieser Biomaler ist nach anderthalb Jahren an seinem Standort, wo er gewesen ist, abgebaut worden. Und die Materialien sind jetzt hier einer zweiten Verwendung zugeführt worden, nämlich die des Testmeilers oder des Projektmeilers. Und was uns als Native Power natürlich sehr freut, ist, dass wir hoffentlich durch diese Verbindung zu euch und zu diesem Projekt auch an Messdaten herankommen, die wir aufgrund von Zeit und auch von Mangel an Kapazitäten bisher gar nicht zur Verfügung stellen konnten. Also uns würde natürlich doch auch sehr freuen, wenn wir Messwerte, die eventuell über das Internet zugänglich sind, auch gemeinsam in irgendeiner Form präsentieren und auch verwerten können. Aber so wie ich gehört habe, ist das ja auch mit Bestandteil von diesem Aufbau. Und insofern sind wir natürlich auch ganz gespannt, was sich in den nächsten 4-5 Tagen ergibt oder vielleicht auch 2 Wochen, bis der Anschluss an den Wärmetauscher,
also der Anschluss des Wärmetauschers an ein Heizgerät und auch damit die ganze Messstation, die damit verbunden ist, fertiggestellt ist. Und aus unserer Sicht nochmal ganz herzlichen Dank für die gesamte Mitwirkung, Organisation und Planung und eben auch nochmal herzlichen Dank, dass wir daran mitwirken konnten, denn für uns ist es mindestens so spannend wie für die Region Osterholz-Scharmbeck, denn in dieser ländlichen Gegend kann der Biomaler ja durchaus noch mehrere Bauherren finden, die dadurch dann eine Unterstützung für ihre Heizung kriegen. Ja, vielen Dank Native Power. Also ihr habt uns auf jeden Fall auch sehr unterstützt. Die müssen natürlich auch noch genannt werden in der Hinsicht. Also vielen Dank für die Bereitstellung von Kontakten zu anderen Biomeiler-Bauern in anderen Gegenden. Die haben uns sehr geholfen, auch in der Konzipierung von unseren Messwerten, unserem Messkonzept. Jetzt seid ihr dabei beim Aufbau. Ihr wart beim ehemaligen Aufbau auch dabei. Das merkt man natürlich dann, wenn die kleinen Feinentscheidungen zu treffen sind, wenn da jemand ist, der da Erfahrung schon hatte. Dementsprechend werden da die Messdaten auf jeden Fall auch wieder ihre Verwendung finden. Und es ist genau unser Anliegen, dass der Biomeiler ein bisschen empirischer betreut wird und ein bisschen ausgewertet wird. Und die werden wir dann natürlich auch öffentlich machen, diese ganzen Daten. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Die Frage ist nämlich, in welchem Zusammenhang das alles hier so aufgebaut wird. Die müssen in der 11. und 12. Klasse ein Seminarfach belegen, okay, in der Oberstufe. Ja. Es sind Elemente fürs Abitur, die man einbringen muss. Okay. Und die müssen halt jetzt in der 12. Klasse eine sogenannte Seminarfacharbeit schreiben. Ja. Da müssen sie letztlich das dokumentieren, was sie jetzt hier gemacht haben. Okay. Und das bedeutet für die, das ist jetzt ein bisschen anders, das ist im Rahmen von diesem Theopraxis-Projekt entstanden. So sind wir ja auch an dieses Thema gekommen. Und es hieß eigentlich, dass sie so einen Biomeiler aufbauen sollen und den beobachten sollen über einen längeren Zeitraum. Ja. Da jetzt das Ganze so nach hinten verschoben ist, okay, haben sie jetzt ein Problem, weil die müssen bis zu den Herbstferien ihre Seminarfacharbeit geschrieben haben. Aha. So, das heißt, es wird jetzt darauf hinauslaufen, hier haben wir den einen Biomeiler abgebaut. Das heißt, sie werden sorgfältig beschreiben den Abbau einerseits und dann jetzt eben den Aufbau des neuen Biomeilers. Super. Und dann haben wir in der Schule 3 kleine Biomeiler gebaut. Also 2 von, in so einer Mülltonne, ja, und einen mit Kaninchendraht. Okay. Die in der Mülltonne laufen nicht gut, aber die im Kaninchendraht, die sind super. Ja. Der ist sofort angesprungen. Ja. Ja, das hat was mit der, Belüftung, ja, ja. Genau. Ja, wenn die abgeschlossen sind. Nein, die hat auch ganz viele Löcher in die Tonne, aber das reicht nicht aus. Ist aber ja auch ein Erfahrungswert, dass man sagen kann, also selbst die eine hat Pferdemist und die andere hat auch einen guten Schnitt. Das geht mit beiden nicht, egal wie. Also. Ja. Aber interessant auf jeden Fall, dass da jetzt mal ein bisschen geforscht wird. Ja, wir haben tatsächlich keine vernünftigen Daten. Ja. Ja, und das ist natürlich für gesundes Seminar, kommt da ja ein paar Daten bei rum, weil ja, kümmern sich ja auch rum. Ja, das ist ja der Kernweg. Genau, das ist es ja. Ne? Ja. Da sie das mit ins Abitur einbringen müssen, bleibt ihnen nichts anderes. Ja. Das ist auch ein netter Haufen. Ja, klasse. Das läuft doch. Ja, weil unsere Kunden, unsere Biomeiler-Kandidaten, da ist ein einziger dabei. Wir hatten also im Laufe des Jahres ein paar Daten aufgeschrieben. Aber letztendlich, alle anderen können nur anhand ihrer Heizkostenabrechnung oder Stromkostenabrechnung am Jahresende ungefähr ermitteln, was sie gespart haben. Ja. Das sind ja keine Werte, die man einsetzen kann. Ne? Da kann man nichts hochrechnen. Ja, das ist das. Weil das ist ja auch mal so eine Temperatur, Betrachtung über ein ganzes Jahr machen jetzt. Genau. Um mal zu sehen, wann lohnt sich das, wann arbeitet der optimal, wo sind so Zonen, die gerade noch akzeptabel sind. Und genau. Ab wann lohnt das sich eigentlich gar nicht mehr? Das denke ich mal, oder? Ja, ich meine, er funktioniert auch gut im Winter. Ja.
und kommt auch locker über die Runden und dann, wenn er doch mal ausgeht, springt er dann nach dem Winter wieder an. Ja, das ist, also das ist, wenn der Frost so groß, ja, das haben wir schon festgestellt, ja. Und wenn er so ganz in Ruhe gelassen wird, ohne dass jetzt heißes Wasser abgenommen wird, dann erreicht er Temperaturen um die 75 Grad. Ja, genau. Man natürlich auch die Energie rausführen, ja. Das ist das. Natürlich, ich meine, das ist jetzt natürlich auch hier so eine Sache für Kompostwerke und so weiter, wenn die sich ein gutes System ausdenken, dass das funktioniert. Wir haben schon wirklich alles überlegt und durchdacht. Ja. Also, wir haben da ganz viel schon experimentiert in der Richtung. Es lässt sich kein System bauen, wo man... Also das Problem sind immer die Wärmetauscher, ja. Dass man die nachher heil wieder rausbekommt. Ja, weil das, die sind teuer, ja. Genau. Ja, und vor allen Dingen durch diesen Druck oder durch diese Verfestigung der Masse nachher ist alles... Ja, ja. Da sind 70 cm Material drauf und die Rohre haben jetzt durch dieses Schiff, die da draufgelegt worden ist, eine vollständige Verbindung zum Grünschnitt. Das Netz, was jetzt drauf liegt, ist einfach nur dazu da, beim Abbau nachher daran anpassen zu können und das praktisch zurückzuziehen und die Arbeit zu erleichtern, um an das Rohr wieder heranzukommen. War das bei dem alten Biomeiler, den Sie abgebaut haben, auch schon? Nee, da war das nicht so. Das ist eine Entwicklung, die sich zwischendurch ergeben hat. Okay. Da waren auch so eine Metallgitter drin, aber die haben sich zersetzt. Ach so, bei dem alten waren Metallgitter drin? Genau. Der Vorgang im Meiler ist eben so aggressiv, dass der das Metall nicht ja, stand. Ja, kommt so ein bisschen auf das Material an, das verwendet wurde. Also. So einmal jetzt bis oben hoch. Thank you.
prima. Hat doch geklappt. So sollte das sein. Das heißt also, jetzt wäre das der Wärmetauscher freigelegt. Ja, bitte, bitte.